Sie sind ja mittlerweile 73 Jahre alt, im Februar werden Sie 74. Vom Gefühl her sind Sie ein sehr aktiver Rentner. Ich habe nicht das Gefühl, dass Ruhestand ein Wort ist, das zu Ihrem Leben passt. Wo sind Sie denn überall noch aktiv? Ja, also ich betreue noch so ein paar Projekte, aber ich habe eigentlich alles an meine drei Söhne übergeben und ich berate sie. Ich habe jetzt auch zurückgenommen meine Vorträge und Diskussionsrunden. Ich bin ja da viel eingeladen worden wegen meinem Buch, das ich geschrieben habe, Der Staat im dritten Jahrtausend. Aber ja, jetzt verbringe ich mehr Zeit mit meiner Frau und der Familie. Wie hält sich der Staatsoberhaupt fit? Was machen Sie alles, um eben gesundheitlich fit zu bleiben? Also ich habe seit meiner Jugend immer auch ein gewisses Turnprogramm absolviert. Ich war ja in einem sehr sportlichen Internat in Zurz im Engadin. Da hat man sehr viel Sport getrieben, musste man fit bleiben. Und ja, das mache ich immer noch. Und ich bin natürlich hier, wenn man so will, privilegiert, weil man ist hier im Schloss umgeben von einer schönen Natur, in der man also laufen und spazieren gehen kann. Das Alaska-Angebot wurde doch vor kurzem auch noch sehr diskutiert. Vor 150 Jahren das Angebot an den damaligen Fürsten, dass er Alaska kaufen hätte können. Man hat ja dann ein bisschen spekuliert, gibt es da wirklich irgendwelche Belege dafür? Stimmt das wirklich? Ich glaube, da gibt es auch wirklich Beweise dafür. Ja, das wurde also auch in der Familie, kann ich mich erinnern, schon als Jugendlicher oder als Kind wurde das zwischen meinem Vater und seinen Brüdern oft diskutiert und auch in der weiteren Familie. Da gab es natürlich zum Teil unterschiedliche Ansichten, aber ich würde sagen, mehrheitlich hat man gedacht oder war man überzeugt, dass es richtig war, nicht auf dieses Angebot einzugehen. Weil Alaska war natürlich aus der damaligen Sicht wahnsinnig weit weg. Also dorthin zu kommen, wäre es ja gar nicht leicht gewesen. Es war kaum bevölkert. Ja, das zu entwickeln, hätte nochmal viel Geld gekostet. Und die Frage, ob man das wirklich hätte behalten können auf die Dauer, wäre äußerst fraglich gewesen. Ja, nur schon allein die Größe für unser kleines Liechtenstein, die 1,6 Millionen Quadratkilometer, die Alaska hätte. Also ich glaube, dann hätte sich in unserer Geschichte schon einiges geändert. Man hätte diese sehr wenig besiedelte Fläche theoretisch sicher verwalten können. Aber die Frage wäre gewesen, kann man das wirklich halten auf Dauer? Man hätte wahrscheinlich eine fast kleine Armee aufbauen müssen, eine kleine Flotte aufbauen müssen. Also das wäre alles mit einem Riesenaufwand gewesen, verbunden gewesen. Und ja, es war ja selbst der Kauf, den dann die Amerikaner durchgeführt haben, der amerikanische Präsident beschlossen hat, wurde im Kongress sehr stark kritisiert. Man hat gefunden, das ist herausgeschmissenes Geld für dort eine kalte Wüste, mit der man nichts anfangen kann. Also Russland wollte das Gebiet auch loswerden, die brauchten Geld. Also es war eigentlich so ein bisschen, als wenn man heute angeboten bekommen würde, man soll doch bitte eine Insel im Südpol kaufen, ein Grundstück am Südpol, an der Antarktis. Ja, es ist ungefähr vielleicht noch weiter entfernt gewesen als heute die Antarktis. Liechtenstein hat ein ganz besonderes Jubiläum dieses Jahr zu feiern, 300 Jahre. 1719 wurde die Herrschaft Schellenberg und die Grafschaft Vaduz vereint. Glauben Sie, dass man damals gedacht hat, dass das Land Liechtenstein so lange überleben wird? Ja, doch. Ich bin ziemlich sicher, weil man muss ja sehen, man ist ja damals Mitglied des Heiligen Römischen Reiches gewesen. Und das hatte zu dem Zeitpunkt, war das ja schon 900 Jahre alt. Also da sind alle davon ausgegangen, dass es noch Jahrhunderte bestehen bleibt. Dass es nach knappen 100 Jahren untergehen wird, hat man natürlich so nicht voraussehen können.